Lichtqualität wie das Sonnenlicht. Eine neuartige LED-Technik deckt das gesamte Farbspektrum der Sonne ab. Wir starten in den Frühling und checken die aktuellsten Gartenmöbeltrends für die anstehende Saison. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Geht es Ihnen auch so, wenn Sie abends ganz lange in einem hell erleuchteten Raum waren oder zu lange in den Fernseher oder den Monitor geschaut haben, dass Sie nicht gleich einschlafen können? Die Art des Lichts beeinflusst, ob wir uns wach fühlen oder müde werden. Wir waren mal auf der Suche nach dem perfekten Licht. Zukunft Wohnen wird Ihnen präsentiert von Velux Active, dem Smart Home System für ein optimales und gesundes Raumklima im Dachgeschoss. Und wir sind handwerk.de. Bei uns finden Sie Ihren passenden Handwerker. Unsere Vorfahren sind mit der Sonne aufgestanden und bei Sonnenuntergang schlafen gegangen. Seit der Erfindung des elektrischen Lichts bestimmt der Mensch seine Wachphasen zunehmend selbst. Zuerst kam die Glühbirne und dann die stromsparende LED-Technik. Aber was genau macht Licht eigentlich mit uns? Mit dieser Frage beschäftigt man sich im oberschwäbischen Tettnang bei der Firma LTS. Licht hat für uns Menschen verschiedene Auswirkungen. Zum einen sehen wir natürlich durch Licht. Zum anderen wird aber auch unsere innere Uhr, unser Rhythmus, unser Tagesrhythmus über Licht gesteuert. Das heißt, je nachdem, je heller und je kühler das Licht ist, umso mehr werden wir aktiv. Je dunkler und je wärmer das Licht ist, umso mehr kommen wir zur Ruhe. Die Selbstbestimmung des Tag- und Nachtrhythmus mithilfe künstlicher Beleuchtung bleibt für uns nicht ohne Nebenwirkungen. Durchaus funktioniert es, dass Menschen mit einer entsprechenden Beleuchtung über LED aktiver arbeiten können nachts. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass eventuelle Nebenwirkungen auftreten können, die sowohl das Wohlbefinden als auch die Gesundheit beeinträchtigen. Diese reichen von Schlaflosigkeit, Unruhe und Appetitlosigkeit bis hin zu Herz- und Kreislauferkrankungen. Bei Beleuchtung geht es also um viel mehr als nur hell und dunkel. Die Technologie der Lichtquellen spielt eine entscheidende Rolle. Wenn wir uns überlegen, wo wir herkommen, dann ist das die Glühbirne. Die Glühbirne mit einer sehr, sehr guten Lichtqualität. Und dann kam die LED. Die LED mit dem Fokus auf Effizienz, auf Strom sparen. Und das war auch genau die Priorität der Industrie in den letzten Jahren. Man wollte dieses Leuchtmittel noch effizienter, noch stromsparender machen. Und inzwischen stellt man sich wieder die Frage, wo ist denn eigentlich die Lichtqualität geblieben? Und mit dieser Lichtqualität beschäftigen wir uns aktuell wieder. Bei der Beleuchtung mit LED ist das erzeugte Farbspektrum ausschlaggebend, im Besonderen der sogenannte Blue Peak, also der für das menschliche Auge unsichtbare Anteil des blauen Lichts. Warum das so ist, erklärt uns Lothar Giesmann, Chef der Entwicklungsabteilung bei LTS. Die LED arbeitet mit prinzipiell blauen Chips und darüber liegen zwei Schichten Phosphor, eine Schicht gelb und eine Schicht rot. Das Blau geht mehr oder weniger ungefiltert durch und der andere Anteil wird von der gelben und der roten Phosphorschicht gefiltert und die Summe des Ganzen erzeugt den weißen Lichteindruck. Um mit Kunstlicht das gesamte Farbspektrum des Sonnenlichts abzudecken, also eine optimale Verträglichkeit für den Menschen zu erreichen, wird eine neuartige LED-Diode gebaut, genannt Minus Blue. Und da zeigen sich eben die Unterschiede. Man sieht also bei der Standard-LED, die ist ein typischer Blaupeak und dann gibt es dazwischen Lücken. Und bei der Minus Blue-LED sieht man ein nahezu kontinuierliches Spektrum, das sehr, sehr nah am Sonnenlicht ist. Dabei ist es unerheblich, wie warm oder kalt das Licht für das menschliche Auge aussieht. Eine scheinbar gelbes Licht aussendende LED hat immer noch den für das Auge unsichtbaren Blue Peak, der auf das melanopische System wirkt, also gegen unseren natürlichen Biorhythmus arbeitet. Das Licht von meines Blue LEDs wirkt klarer und weißer. Durch höhere Kontraste ermüdet das Auge beim Lesen nicht so schnell. Strukturen und Oberflächen werden in ihrer Tiefe besser erkennbar und Farben naturgetreuer dargestellt. Erst im letzten Jahr erfolgte der Durchbruch am Markt, als für die hochentwickelten LTS-Leuchten ein Hersteller von entsprechend hochwertigen LEDs gefunden werden konnte. Seitdem wird diese Technologie unter dem Namen Minus Blue vertrieben. Erzeugt also Minus Blue das Superlicht, das den Menschen gesund und glücklich macht?
Das super Licht, was Menschen gesund und glücklich macht, ist die Sonne. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für den Menschen ein natürliches Licht zu schaffen, in dem er sich ganz einfach wohl und gesund fühlen kann. Der Sonne haben die Lichtspezialisten von LTS aber noch etwas Entscheidendes abgeschaut. Durch eine besondere Programmierungstechnik wird eine sich dynamisch verändernde Lichtstimmung erzeugt. Im Grunde genommen ist es erst einmal eine Nachbildung des Tageslichtverlaufes oder des Sonnenlichtes, ähnlich der Installation, wie wir sie hier vorfinden. Und zusätzlich hat man die Option, individuell einzugreifen und sich seine Lichtsituation selbst einzuschalten und zu gestalten. Jeder kennt es, nicht zu jeder Tages- oder Nachtzeit möchte man tatsächlich die gleiche Beleuchtung, das gleiche Licht. Es ist sehr stimmungsabhängig, sehr situationsabhängig. Morgens braucht man ein anderes Licht als mittags oder abends, wenn man gemütlich auf der Couch sitzt. Eine Beleuchtung wie unter freiem Himmel und das in unseren eigenen vier Wänden. Ein Traum. Wie kann ich mir den denn erfüllen? Wir arbeiten sehr stark im dreistufigen Vertrieb, das heißt über den Elektrogroßhandel, der dann den Elektriker bedient, also der lokale Elektriker kann LTS-Leuchten bekommen. Bleibt noch die Frage, wie denn die Lichttechnik von morgen aussieht. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich intensive Forschungen, Licht noch weiter zu qualifizieren, besser zu machen, natürlicher zu machen. Da Stichworte wie OLED oder vielleicht Laser-LEDs, die ganz einfach einen Nachfolger vielleicht darstellen können. Also die LED ist auch selber noch gar nicht über ihren Zenit. Also dieses gute Produkt hat natürlich auch noch durchaus Potenzial. Ich glaube, so eine Beleuchtung möchte ich hier für unser Studio auch haben. Wir machen nun eine ganz kurze Pause und danach zeigen wir Ihnen, wie stylisch Nadelvlies sein kann. Bis gleich. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle, auch für dich. Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Nadelvlies, das kennen wir meistens nur aus dem Büro. Das sind die alten, eingestaubten Teppichböden, wo wir alle denken, oh Gott, wird der hoffentlich nach 30 Jahren mal endlich ausgewechselt. Nadelvlies gibt es aber auch in modernen. Wir haben ein Werk besucht, das Nadelvlies in ganz vielen verschiedenen Designs und Farben macht. Und dann wird das alte Zeug wirklich eine Augenweide. So bunt und schick kann Nadelvlies aussehen. Die unterschiedlichsten Formen, die individuellsten Designs. Und da sind wir also bei einem der Nadelvlieshersteller. Hier treffen wir Betriebsleiter Thomas Bernhard. Er erklärt uns, wie der strapazierfähige Teppich Schritt für Schritt produziert wird. Angefangen bei einer Faser, ganz fein oder etwas grober. Welche Faser würde man jetzt wo einsetzen? Die Fasern werden teilweise gemischt, grob mit Feinfasern, teilweise nur Feinfaser, teilweise nur Grobfaser. Je nachdem, welche Qualität man erreichen will. Im Werk sind immer bis zu 700 Tonnen der Faserknollen gelagert. Zu Nadelvlies verarbeitet werden etwa 1500 Tonnen im Jahr, sprich knapp 2,5 Millionen Quadratmeter Teppich. Hier beginnt also sozusagen alles. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt von hier aus ist die Mischerei.
Das ist im Prinzip die Station, wo alle diese Fasern miteinander vermischt werden. Und das passiert hier. Die Faserknollen werden nach und nach eingesogen und voneinander gelöst. Im weiteren Verlauf kommt jetzt der Reißwolf dran und man sieht diese Zähne da drin. Die reißen jetzt das Material noch weiter auf und befördern es anschließend am Ausgang des Reißers in die große Mischkammer. Das heißt, wie oft wird so ein Ballen quasi auseinandergenommen? Von ganz Anfang bis ganz Ende wird der so circa 200 Mal auseinandergenommen. Das alles mit dem Ziel, eine so homogene Mischung wie nur möglich herzustellen. Diese Fräse wird jetzt positioniert und wird anschließend in die Mischkammer reinfahren, sodass das dort enthaltene Material, im Moment knappe 3 Tonnen, wieder umgemischt wird in die nächste Mischkammer. In der nächsten Mischkammer passiert genau das Gleiche, wie das in Kammer 1 und 2 auch schon passiert ist. Nur von dort geht es nicht mehr weiter zu einem weiteren Mischprozess, sondern dann vor zur Presse. Ist die Presse überwunden, geht's zum Krempel. Hier wird aus dem Material ein hauchzarter Flor hergestellt, danach ordentlich aufeinander geschichtet und miteinander vernadelt. Die Nadel sticht also jetzt praktisch an einer Stelle ein und nimmt in dem einen Stich bestimmte Fasern mit nach unten. Durch das Hin und Her entstehen die vielen Verschlingungen, die den Teppich so robust machen. Und darum kümmern sich diese Nadeln. Rund 6000 alleine auf einem Brett. Hier im Nadelstudio wird jede einzelne überprüft und falls kaputt, ausrangiert. In der Regel fliegen die Nadeln nach 300, 350 Stunden Gebrauch komplett raus und werden gegen neue ersetzt. Weil umso mehr Nadelbrüche wir haben, umso schlechter ist die Qualität. Und da wir wenig Nadelbrüche haben, sind wir sehr glücklich. Nun ist der Nadelvlies fast fertig. Aufgerollt in 160 Meter lange Bahnen kommt der Teppich in den Trockner. Dieser Schritt sorgt letztendlich für die enorme Stabilität. Wir tauchen praktisch den gesamten Boden in ein Vollbad, bestehend aus einer Mischung aus Wasser und Latex. Im Verlauf des Trockners wird das Wasser aus der Mischung verdampft, sodass der Latex übrig bleibt und die einzelnen Fasern über den Latex im Prinzip miteinander verbunden werden. Soll aus dem robusten Teppich etwas Besonderes werden, dann kommt am Ende noch der Plotter zum Einsatz. Das Einfachste, was wir im Prinzip herstellen, ist entweder eine Fliese oder eine Planke. Oder Logos. So zum Beispiel unser Bauen- und Wohnen-Logo, mit dem Plotter exakt ausgeschnitten und danach in Windeseile zusammengepuzzelt. Tada! Oder eben der Plotter schneidet aus dem Teppich Fliesen aus. Die sind deutlich leichter zu verlegen. Ich habe eine deutlich geringere Verletzung der Bodenoberfläche beim Rausnehmen des Bodens, nämlich gar nichts. Ich nehme die Fliese raus und der Boden ist noch genauso praktisch sofort wieder verlegbar. Eingelagert und bereit zum Versand wartet der Nadelvlies nun auf seinen Einsatz. Und dann, wo auch immer auf dieser Welt, wird er auf seine robuste Art und Weise für ganz unterschiedliche Böden sorgen. Wer braucht den teuren Perserteppich, wenn es auch den schicken Nadelvlies gibt? Liebe Zuschauer, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Wir waren neulich bei unserem neuen Kollegen Joe zum Grillen eingeladen. Das Essen war super, aber die Gartenmöbel, die waren wirklich zum Heulen. Der Junge hat nicht mal einen ordentlichen Sonnenschirm. Nach der Party haben wir gesagt, dein nächster Beitrag steht. Du ziehst jetzt los und schaust mal, was es für coole Gartenmöbel gibt und vielleicht auch nach welchen, die länger als ein halbes Jahr halten.
Ja, Tobi, es ist Anfang März, die Vögel singen, der Frühling ist da und ich dachte mir, ich hole mal meine Gartenmöbel raus, bis ich festgestellt habe, die stehen schon draußen und gammeln da vor sich hin und zwar den ganzen Winter schon, genau genommen auch schon den Winter davor. Entsprechend sehen die aus, ein jämmerliches Bild. Ich glaube, dieser Schirm ist auf jeden Fall tot und dieser Tisch hier, da ist bei Shabby Chic eigentlich auch nur noch Shabby übrig geblieben. Ich gehe jetzt mal los und lass mich beraten, was ich beachten muss, wenn ich mir ein schönes Gartenmöbelset zusammenstellen will, was vielleicht ein bisschen länger hält als dieser Schrott hier. Hallo Herr Real. Hallo Herr Hedermann. Herr Real, was habe ich beim Kauf meiner alten Möbel falsch gemacht? Naja, eigentlich gar nichts. Sie haben günstige Möbel gekauft, vielleicht sogar billige. Und davon darf man natürlich auch nicht so viel erwarten, als wenn man hochpreisige Sachen kauft. Wie beim Auto. Alles hat vier Räder, aber manche fahren besser und manche nicht so gut. Was ist denn der Gartenmöbeltrend 2019? Es soll halt alles nicht mehr diesen Charme der 90er haben mit Lochblech und mit Monoblock-Sesseln und sonstigen Plastikklappstühlen, sondern man möchte es schön haben. Also hier haben wir zum Beispiel wirklich ein ganz tolles Beispiel, auch heuer ganz explosiv und neu rausgekommen, für eine Lounge, für eine Sitzgelegenheit, die eigentlich schon fast wie Indoor aussieht, aber absolut outdoor-tauglich ist. Also wir haben spezielle Schaumstoffe drin, die sich nicht mit Wasser vollsaugen. Wir haben spezielle Stoffe drauf und wir haben auch spezielle Teflonbeschichtungen, dass einfach das Ganze stark wasser- und schmutzabweisend ist. Okay, jetzt ist hier alles so grau in grau. Das ist der Trend für, ist das der Farbtrend für dieses Jahr? Wir würden uns freuen, wenn ein bisschen mehr Farbe in den Garten Einzug hielte, aber diese Grautöne, die Taubtöne, die halten sich. Unverbesserlich, leider, ja. Okay. Aber was ich dazu sagen muss, wir haben für diese Lounge zum Beispiel gibt es 200 verschiedene Stoffe. Sie können alle Farben wählen, die Sie möchten. Gut, dann machen wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach einem schönen Sonnenschirm. Wir haben hier die ganzen Elemente, zum Beispiel aus Edelstahl, kann nicht rosten. Was wir machen können hier, wenn wir eine große Terrasse haben oder wenn man sich halt auch nicht mehr so gerne bückt, wir haben fahrbare Ständer, in dem ich einfach so ein Teil, was auch 20, 30 Kilo hat, mit einer Leichtigkeit mit zwei Fingern verschieben kann. Okay, das weiß jeder zu schätzen, der sich an so einem Ding schon mal einen Bruch gehoben hat. Ich weiß, wovon ich rede. So, hier sind wir bei den Tischen. Was gibt's denn da alles? Also wir haben einfach mal das klassische Holz, so wie auch schon lange die Teak-Tische sind, mit einer gehobelten, mit einer glatten Oberfläche. Was natürlich immer interessanter wird und natürlich auch extrem schick ist, ist, wenn wir hier ganze Baumstämme verarbeiten oder wenn wir ein Altholz verwenden. Also hier zum Beispiel ist es wirklich altes Teakholz, was recycelt wird. Ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Stühle hergerichtet. Da haben wir jede Menge Auswahl. Aluminiumstuhl. Pulverbeschichtetes Aluminium. Wichtig bei allen, keiner kann rosten. Wir haben hier einen Edelstahlstuhl, genauso wenig rostend. Da haben wir natürlich den Vorteil, wenn der noch verkratzen kann, da kann gar nichts mehr passieren. Der sieht in 20 Jahren noch so aus wie am ersten Tag. Last but not least, gerade zu dem Tisch, den Sie sich ausgesucht haben, passen eigentlich zwei. Einerseits auch ein schöner Teakholzstuhl, auch wieder mit Edelstahl, wie der Tisch selbst auch kombiniert. Oder, jetzt kommen wir zu dem hier, ein Rattanstuhl. Ein Polyrattanstuhl. Ja. Was ist der Unterschied? Rattan ist ein Naturprodukt. Poly, sagt der Name schon, ist ein Kunststoff. Ach, aber, das ist Kunststoff, okay. Ja, aber die Kunst beim Kunststoff ist, ihn so zu machen, dass er nicht künstlich aussieht, sondern dass er gut aussieht. Der sieht gut aus. Ja, Herr Real, so lässt sich ja aushalten. Muss ich jetzt meine neuen Möbel auch noch pflegen oder kann ich einfach hier liegen und relaxen? Es bleibt viel Zeit zum Relaxen. Teak, sehr, sehr pflegeleicht in diesem Fall. Einfach ab und zu mal ein bisschen Teaköl drin, wobei Teaköl heißt, dass es auf einer Wasseremulsionsbasis ist, damit das Holz die Poren nicht verstopft und es schön atmen kann. Und im Winter machen wir einfach mal über den Schirm und über den Tisch eine Abdeckhaube und das war's. Mehr brauchen wir nicht, ansonsten können wir schön liegen bleiben. Ja, Tobi, jetzt werde ich mich hier in meiner neuen roten Liege erstmal schwer entspannen und wünsche noch viel Spaß bei der Sendung. Vielen Dank, Herr Real. Mich hat's gefreut, hat echt Spaß gemacht.
Lieber Tod, das sieht doch ganz erquickend aus. In 4 Wochen kommen wir nochmals vorbei und dann schauen wir, ob es auch wirklich für neue Gartenmöbel gereicht hat. Wir machen nun eine ganz kurze Pause und dann verraten wir Ihnen, wie Sie Ihr Traumhaus per Mausklick planen können. Bis gleich. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle. Auch für dich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Glas- und Weinflaschen sind teilweise echte Kunstwerke und es ist viel zu schade, sie einfach in den Schrank zu stellen. In der neuen Ausgabe von Claudias Pinnwand verraten wir Ihnen, wie Sie Glasflaschen und Weinflaschen auch zu Hause ganz dekorativ einsetzen können. Also, ich habe jetzt nicht wirklich eine Weinsammlung zu Hause, aber Weinflaschen cool in Szene setzen macht schon Sinn und hat Stil. Vor allem in so einem edlen Gestell aus Metall. Sieht elegant aus und nimmt nicht zu viel Platz weg. Mein Lieblingsstil ist ja der Industrial Style und da passt die Variante doch ganz gut. Gussrohre, in die man die Flaschen ganz einfach kopfüber reinschraubt. Ist jetzt eher der rustikale Look, macht sich aber zum Beispiel an einer Beton- oder Ziegelwand extrem gut. Und dann gibt es natürlich auch noch den Klassiker. Holzkisten, hier noch hübsch weiß angestrichen, da lassen sich neben Flaschen auch Gläser oder Vasen platzieren. Nicht ganz so platzsparend, aber eben auch eine tolle Regalalternative. Und außerdem eine einfache Do-it-yourself-Idee. Liebe Zuschauer, im Internet ist heute fast alles möglich. Man kann seinen Traumurlaub buchen und vorher in ganz vielen verschiedenen Portalen schauen, welches Hotel am besten bewertet wird. Man kann auch seine große Liebe finden. Viel Glück für alle, die suchen und die sie auch finden. Und seit neuestem kann man auch in wenigen Schritten sein neues Traumhaus planen. Und wie das funktioniert, das haben wir uns angeschaut. Eine Webseite für die Hausplanung. Das bietet ein Startup-Unternehmen seit kurzem Verbrauchern an. So sollen sie genau zu dem Haus kommen, das sie sich wünschen. Tom und Petra haben ein Grundstück gekauft, um dort ihr Traumhaus zu bauen. Nur wie stellen sie das an? Ein Fertighaus kommt für sie nicht in Frage. Sie möchten einen individuellen Entwurf von einem Architekten, wissen aber nicht, welcher zu ihnen passt. Eine Webseite soll Bauherren einen persönlichen Architektenwettbewerb ermöglichen. Rund 200 Architekten hat das Portal bereits angeworben. Crowdsourcing wie Popularc ist sehr, sehr interessant am Bau. Aus diesem Grund, weil jedes Gebäude individuell ist. Man bekommt viele Ideen von vielen Architekten und dadurch jeder Einzelne zu seinem Traumhausentwurf. Die Webseite ist vor einem halben Jahr gestartet. Seitdem haben 20 Kunden unter den Einsendungen einen Hausentwurf ausgewählt, der nun umgesetzt werden soll. Dafür mussten sie online, gegebenenfalls mit telefonischer Unterstützung der Firma, ein Formular ausfüllen. Man klickt bei der ersten Seite verschiedene Bilder an, was einem so gefällt. Holzfassade, Fachwerk, Betonarchitektur. Dann geht es weiter, indem man das Grundstück beschreibt. Also ist das Grundstück eben oder ist es Hanglage? Wie groß ist das Grundstück? Und man gibt die Adresse ein, wobei dann das mit Google-Koordinaten hinterlegt ist und der Architekt dann über Google Maps genau sieht, so sieht das Grundstück aus. Dazu kommen weitere Angaben, zum Beispiel zur Größe der Wohnfläche und dem Wohnstandard. Daraus wird automatisch ein Budget errechnet. Gezahlt werden muss nur, falls tatsächlich ein Entwurf ausgewählt wird. Dann dürfen die Kunden gemeinsam mit dem Architekten weitere Details besprechen.
Der Kunde wird dann von uns wieder gefragt, was möchte er denn bauen? Also soll es ein Holzhaus sein oder ein gemauertes Haus, schlüsselfertig oder Ausbauhaus? Was für eine Energieeffizienzklasse, regionaler Baupartner oder überregionaler Baupartner? Und anhand diesen Kriterien suchen wir dann die 4, 5 passenden Bauunternehmen für ihn raus. Das Angebot soll den Bauherren möglichst viel Arbeit und Baustress ersparen. Für eine reibungslose, unkomplizierte Planung wollen die Gründer als Architekt und Bauunternehmer sorgen. Ihr Ziel? Jährlich ca. 1000 Bauherren zum Traumhaus verhelfen. Also das mit dem Traumhausplanen probiere ich jetzt auch mal aus und bin gespannt, ob am Ende auch so ein Haus rauskommt, wie ich es mir erträume. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Dann haben wir folgende Themen für Sie. Tschüss und einen schönen Abend. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle. Auch für dich.